Und nun verzierte sie ihre Worte mit den süßesten Tönen von Honig. Ah, das ist also zuckersüß gerade. Du solltest nach unten zurückgehen und nach weiteren durchgedrehten Mixern suchen. Ich möchte nicht, dass die anderen Angestellten damit alleine klarkommen müssen. Ja, ich glaube schon. Ihre Lippen zeigten ein verlegenes und auch leicht verängstigtes Lächeln. Sie drehte sich auf den Absatz um, murmelte etwas Unintelligentes unter vorgehaltenem Atem, als sie sich zu den Treppen zurückzog. »War schön, dich zu sehen, Iris!« Emrys hob die Hand und winkte. Das Eichhörnchen fiel zu Boden. Bobby schreckte bei dem Anblick von dem verrotteten Fleisch zurück und ihr Mund öffnete sich angsterfüllt. Sie schlug die Tür zu den Treppen zu, bevor Iris sich umdrehen konnte und die Kreatur erblicken konnte, die sich mit schwarzer Masse über den Küchenboden verteilte. Eine gruselige Stille folgte, was dafür sorgte, dass ich mir der Magen verdrehte. Bobby trat näher und faltete ihre Arme. Danke. Obwohl Emrys und ich nervös schluckten, wagte es keiner von uns, sich zu bewegen. Ihre Stimme war ruhig. Zu ruhig. Für was? Bobby schlug ihre Hand auf die Mikrowelle. Oh, ich glaube, da haben wir viel zu erklären. Oh, was ist das denn? Dafür, dass sie uns alle vor diesen bösen, ausgebrannten Geräten und Nüsse bringenden Tieren bewahrt habt. Sie zeigte mit den Fingern auf uns. Erklärt es. Jetzt. Die Worte stolperten über unsere Lippen ganz schnell und überlappten sich die Lautstärke erhöhte sich, bis wir einander fast anschrien. Wir wurden angegriffen. Das Fenster war offen. Da war dieses böse Eichhörnchen. Und es wurde, es wollte die Früchte korrumpieren. Bobby hielt ihre Hände hoch. Ach, genug. Einer nach dem anderen, bevor ich euch beide erschlage. Emery öffnete seinen Mund, aber er konnte keine einzige Silbe hervorbringen, bevor sie einen Finger auf seine Lippen legen. Feierabend, wie das duftet, kräftig, deftig, würzig, gut, Pommersche! Oder eher Big Bang Empire, hä? Während du mich bewunderst. Namen, mein Schatz. Na, hast du die alten Leute überlebt? Wie das klingt, hast du die alten Leute überlebt? Für dich auch nochmal einen Schluck Liebe in meinem Mund. Einen Schluck Wasser trinken, damit ich noch... Ich glaube nicht, dass ich heute noch meine 3 Liter voll kriege, aber... Die haben ja dich überlebt. Warst du so kurz davor, sie alle zu vergiften? Uiuiuiui. Also Eis. Genug von dir. Sie zeigte zu mir mit ihrer freien Hand. Was hat der menschliche Flammenwerfer dieses Mal gemacht? Seine Lippen verzogen sich unter ihrem Finger mit einem angegriffenen Grunzen. Da war ein Eichhörnchen draußen. Ich habe versucht, es draußen zu lassen, aber es war einer der Korrupten, also Korrumpierten, und hat uns angegriffen. Bobby starrte zu Emrys.
Also hast du meine Küche in Flammen in Flammen aufgehen lassen? Als sie den Finger von seinen Lippen bewegte, rollte er mit den Augen. Wie sonst hätte ich, wie sonst hast du erwartet, dass ich es umbringe? Ich weiß nicht. Eine Knarre? Sind halt 78 Leute weniger, die Rente brauchen und das System. Ah, du denkst, du kriegst dann das Bundesverdienstkreuz oder was, mein Lieber? Na, 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 das machen wir mal nicht. Hier werden keine alten Leute umgebracht. Und vor allem, was soll mich das dann hoffen lassen für die LBM, ha? Muss ich mir da Sorgen machen? Muss ich? Muss ich? Emrys nuschelte etwas davon, dass Kugeln nicht effektiv wären, gefolgt von einem weiteren von Bobbys sarkastischen Argumenten. Sarkastischen Sprüchen, aber ihre Argumente waren einfach nur ein weißes Rauschen in meinen Ohren. Stattdessen waren all meine Gedanken von dieser grotesken Leiche auf dem Küchenboden in Beschlag genommen. Ich kniete mich nieder, um das Eichhörnchen zu untersuchen, das verkohlt und gebraten zu meinen Füßen lag. Weiterhin darauf bedacht, dass dieser Clipper aus seinem Tumor kam, betrachtete ich das verrottende Fleisch. Na, nun mal ernsthaft, das würde das nie tun. Die beißen, wenn dann schon von alleine ins Gras. Die Ene ist vor ein paar Tagen 100 geworden. Die Älteste im Haus ist, glaube ich. Alter, wieso werden die alle so alt? Entschuldigung. Ich bin ehrlich, ich bin momentan nicht sehr gut auf Rentner zu sprechen. Ich glaube, das liegt an meinem Vati. Also ich muss mich immer hart zusammenreißen, wenn meine Mama mir von ihrer Mama erzählt, die auch schon über 80 ist, ne? Das sage ich dann immer ganz böse Sachen und muss mich immer ganz dolle bei meiner Mama entschuldigen, weil ich böse Sachen sage, weil dann sowas rauskommt wie, warum nicht sie statt meines Vaters, ne? Oh, da bin ich immer ganz böse aktuell. Also richtig böse. Zeit für den Joghurt. Liegt, denke ich mal, an der Pflege. Welche Pflege? Du meinst, dass man sie noch nicht vergiftet hat? Dass sie keinen Krebs haben, kein Corona gekriegt haben und trotzdem weiterhin die CDU wählen dürfen? Oh Mann, ich werde echt giftig den alten Menschen gegenüber. Also was ist denn das für ein Joghurt mit Schokoballs? Das sind ja nur 5 Schokoballs in dem Joghurt. Der Rest ist nur Joghurt. Betrug! Mein Geist zog zwischen Realität und Traum hin und her. Die Konversation zwischen Tana und Emrys kam mir wieder in den Sinn, bevor sie vor so vielen Jahren mit einem korrumpierten Gestaltenwandler begegnet waren. Gestaltenwandler, meine Fresse! Die Boards sind teuer, deswegen wird dort gespart. Muss ich mir doch einen Mann suchen, dann hab ich Balls. Oh boy, der war schlecht. Katze! Hör auf! Sie wandten sich schon bald zu den Erinnerungen des Videos auf Bobbys Telefon. Und wie ähnlich sich die gelatineartige Masse war, die aus dem Bauch des Eichhörnchens hervorquoll. Der Joghurt ist natürlich weniger Boards drin und der Preis höher, man kennt's.
Ich habe den Joghurt heute im Angebot gekauft. Also ja. Ach, das ist eklig. Ich sah auf und sah, dass Bobby die Ecke der Kücheninsel umrundete. Sie kniete sich neben mir und als sie sich diese glibbrige Kreatur ansah, musste sie würgen. Zuerst ein Mountainlöwe, ein Berglöwe und jetzt ein Eichhörnchen. Ein Hund. Emrys Worte ließen unsere Aufmerksamkeit zu ihm gehen. Er verlagerte sein Gewicht, nicht in der Lage, auch nur einen von uns in die Augen zu sehen. Den ersten, den ich gefunden habe, das war ein Hund, der an einem armen Körper im Coffeeshop knabberte. Ich wusste es! Ich hab doch gesagt, Emrys hat den entdeckt. Ich wusste es. Ich konnte ihn in der Nacht spüren, als ich zu Evas Spieleabend kam. Ich musste weglaufen. Diese Biester haben unmenschliche Stärke, sobald die Korruption von ihnen Besitz ergreift. Also dachte ich, Also dachte ich, er sei es gewesen, der eingebrochen war und hab ihn getötet. Ich wusste nichts von dem Dreadfiend. Also Fiend verstehe ich als Feind, von dem Todesfeind. Ich wusste nichts von dem Feind, ich wusste nichts über den Feind für ein paar Ta seit ein paar Tagen. Er lächelte Bobby entschuldigend an. Sorry wegen dem Fenster übrigens. Oh, er hat das Fenster eingeschlagen, ich wusste es. Ach so. Danke, Eist, mein Schatz. Sorry, das hast du heute nicht so kühl klingen. Das lag jetzt nur am Joghurt, den ich mir reingelöffelt habe. Zum ersten Mal war Bobby still. Ihre Lippen öffneten sich dümmlich zu einem Oh, als sie sich zurück gegen den Tresen lehnte. Ich konnte es ihr nicht zum Vorwurf machen. Der Gedanke, dass die Dunkelheit sich aus einer Welt verteilte, die nicht wusste, wie man sie kontrollierte, in eine Welt, die nicht wusste, dass sie existierte, erfüllte mein Herz mit Angst. Wenn Astrela gegen sie verloren war, wie viel Zeit bleibt uns? Die Worte kamen mir über die Lippen und ich konnte sie nicht länger zurückhalten. Schwer zu sagen. Könnten Monate sein. Oder uns könnte bereits die Zeit ausgehen. Bobby hob den Kopf. Bis was? Fortlaufende Erinnerungen blitzten auf, während ich mich blind in der Küche umsah. Furcht kroch in mich, mit Verzweiflung an den letzten Traum an Tana und Emrys, der zurück an die Oberfläche kam. Fixiert auf
fixiert auf den abendlichen australianischen Himmel, der einen endlosen Abgrund darstellte. Ich zwang mich dazu, mich zu konzentrieren, kämpfte gegen die Vision an, bis die reale Welt mir wieder ins Blickfeld geriet. Meine Augen trafen Bobbys, die besorgt war. Naja, Monate oder vielleicht läuft uns schon die Zeit davon, bis unsere Welt einfach im Arsch ist, ne? Mhm. So nämlich. Wir sind einfach am Arsch. Bis die Dunkelheit unsere Welt zerstört. Ich verstehe nicht. Bobby trommelte mit ihren Fingern abwesend gegen ihre Knie. Wie ist sie überhaupt hierher gekommen? Emery schob seinen Fuß auf eine Bodenplatte. Er lehnte sich gegen den Tresen und seine Zähne vergruben sich in seine Unterlippe. Wir wussten, dass es riskant ist, auf die Erde zu kommen. Aber wir hätten nicht gedacht, dass... Wir? Maya hat mir geholfen, herzukommen. Mein Herz schlug mir bis zum Hals. Maya ist auch hier? Sie hat mir nur geholfen, die Grenze zu übertreten. Vertraut mir. Es gibt unzählige Gründe, warum Australianer die Erde nicht besuchen. Und diese Grenze ist die erste. Also diese Barriere. Unsere Welten sind durch verschiedene Portale miteinander verknüpft. Gebunden an Objekte, die in beiden Welten existieren können. Wie die Wächter. Mir rutschte das Herz in den Magen. Die Stimme der letzten Nacht hallte in meinen Geist wieder, flüsterten den Namen des Wächters in mein Unterbewusstsein. Bobby war ein Anblick der Verwirrung. Mhm, wär ich auch. Immerhin kennen Bobby und Co. die Welt ja nur durch Evas Geschichten und Eva weiß immer noch ein bisschen mehr. Aber sie weiß halt auch nicht alles, wie wir jetzt wissen. Und vor allem noch nicht die Wahrheit. Weil Tana und Emrys sie ein bisschen verarscht haben. Das ist nicht gut, sag ich euch. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Fehler war, Eva zu verarschen. Bin ich mir ehrlich nicht sicher. Der Baum im Park? Der mit dem gruseligen Gesicht? Emrys nickte. Der Baum ist einer der größten Portale zwischen den Welten. Und der schwerste, durch den man durchkommen kann. Die Barriere wurde von den astrianischen Göttern vor Äonen von Jahren aufgebaut, um die Normalos davon abzuhalten, rüberzukommen. Aber für jene, die machtvoll genug sind, gibt es seine Wege durch. Oder so dachten wir. Kommt man da irgendwie rum? Oder, naja, dadurch. Du hast Höllenfeuer auf den Baum angewendet? Es war kein Blitz, der den gegrillt hat? Bingo. Emrys rieb sich die Rückseite seines Nackens. Zweimal im Jahr, in der Sommer- und in der Winterwende, ist die Barriere am dünnsten. Es wäre einfacher gewesen, sie zu penetrieren, aber wir konnten nicht so lange warten. Amaya hat Verbündete auf der Erde, die uns informiert hielten. Wir warteten darauf, dass ihr Spion uns eine Gelegenheit bescherte. Und dieser Sturm war unsere beste Gelegenheit. Ich sah wieder auf das Eichhörnchen.
Du glaubst, die Dunkelheit ist mit dir rübergekommen? Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Wir haben versucht, die Barriere wieder zu versiegeln, von der anderen Seite, aber die Erde hatte all die Jahre keine Probleme. Und, und die Dunkelheit kam durch, sobald jemand die Barriere zerstört. Und dann träumst du von dem korrumpierten Wächter? Das kann doch kein Zufall sein. Ich legte meine Handflächen auf meine Beine und hoffte, dass mein Zittern nicht allzu bemerkbar war. Was können wir tun? Ein Keuchen kam von meinen Lippen, erfüllt mit mehr Bitternis als der einer Schüssel voller frischer Limonen. Er verkreuzte seine Arme, als er als ob er versuchte, sich tiefer in seinem Shirt zu verkriechen. Sein Ton war unbefriedigend. Ich muss zurück zu Amaya. Sie hat an einem Weg gearbeitet, die Korrumpierten und die Dunkelheit zurück in die Hölle zu schicken. Was bedeutet, ich habe gerade eine Reise zurück nach Hause gewonnen. Du meinst doch nicht, ich gehe zurück nach Australia. Und da ist die Demo vorbei. Echt jetzt? Ach Mann. Oh Mann. Das ist gemein. Oh, ich hätte gern mehr gesehen. Ich hätte gern gesehen, wie sie mitgeht. Oh. Ärgerlich. Ich hätte wirklich gerne gesehen, wie sie mitgeht, aber naja. Ja, das war die Demo von Keepers of Australia. Ein Spiel, das jetzt gerade in ich wollte jetzt sagen, in der Early Access ist, das ist vollkommen falsch, im Kickstarter ist. Ich guck mal, ob ich jetzt ganz schnell die Kickstarter-Seite finde. Uno momento, por favor. Uno momento. Ich bin ja fast immer ganz gut. Aber nur fast. Ich hab gerade volle Kanne. Och, ich bin gerade ein bisschen Panne. Es tut mir leid. So, Kickstarter-Projekt. Da hab ich's. Gebt mir einen Moment. Mein Internet ist heute nicht das Schnellste, würde ich behaupten. So. Und. Ach nee, da muss ich mich wieder anmelden, ne? Och, ich kenne mich doch. Ich bin doch zu faul. So, und da habt ihr die Kickstarter-Seite. Da könnt ihr gerne das ganze Projekt mit supporten. Ich hoffe, ihr macht das. Denn ich will das Spiel komplett haben. Ich möchte es spielen. Und wenn ich dafür, und wenn ich dafür GSI anbetteln muss. Gib mir ein Key, bitte. Ich möchte dein Spiel spielen. Bitte, bitte. Ich gebe dir auch Geld. Ja, gib mir ein Key, ich gebe dir auch Geld, also ich kaufe es. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Lasst gerne ein bisschen Liebe für das Spiel da. Ich werde es demnächst auch auf YouTube hochladen, damit wir da noch ein bisschen Promo reinkriegen. Ja, und das nächste Mal gucken, was das nächste sein wird, was ich mache. Wir haben auf alle Fälle die Demo von Keepers of Australia durchgekriegt. Und ich bin wirklich gespannt, wie es weitergehen wird. Dasselbe natürlich auch mit Hardcage und allen anderen Demos, die wir gespielt haben. Ist eine Menge, was wir jetzt aktuell hinter uns haben. Ich danke euch, wie gesagt, dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht, eine gute Schlacht. Und sorry, dass die Katze heute so nervig war. Es tut mir echt leid. Ha, die Katze. Ich hab euch ganz dolle lieb, ihr meine lieben Knuddels. Ich guck mal, wen wir jetzt mal liebevoll raiden können. Kann ich überhaupt raiden? Ich kann noch raiden. Okay, das kann ich noch.
Wer ist denn gerade online? Wer ist denn gerade von meinen Näschen online? Ist gerade überhaupt einer von meinen Näschen am Stream? Ich glaube heute nicht, oder? Doch. Doch. Zwei. Drei. Vier. Wir nehmen die Königin des Horrors. Ich liebe die Königin des Horrors. Ich liebe Wilhelena. Und Wilhelena ist einfach nur awesome. Deswegen nehmen wir Wilhelena. Warum finde ich. Och, ja, nicht Wilhelena, sondern Wilhelena. Wilhelena? Och. Ich krieg's aber auch echt nicht mehr auf die Reihe heute. Sie streamt gerade, lasst ihr ein paar nice Grüße da. Ich glaube, sie versucht gerade aus irgendeinem Raum zu fliehen oder so. Also wie gesagt, nice Grüße da lassen. Ich hab euch lieb. Bis zum nächsten Mal. Wann auch immer das sein wird. Tschüss.